die Bürger entsprechend zu sensibilisieren dafür, dass sie auf ihre Wertgegenstände aufpassen sollen. Am besten in der Form, dass diese Gegenstände wie Smartphones oder auch die entsprechenden Geldbörsen so nah wie möglich am Körper getragen werden, wenn es möglich ist, in den Innentaschen einer Jacke, die man hier bei sich hat. Dann sollte das nicht möglich sein, weil man die Jacke entsprechend an der Garderobe abgibt, dann aber in Behältnissen, die man möglichst eng am Körper trägt, dann entsprechend zu tragen. Ja, man sieht bei den jungen Leuten immer wieder gerne, dass die Smartphones, die sehr teuren Smartphones, in den Taschen der Hose getragen werden. Das ist aus unserer Sicht gerade hier im Gedränge auf der Messe und vielleicht auch dem entsprechenden Alkoholkonsum, der noch dazu kommt, eher ungünstig. Wir würden uns freuen, wenn diese Gegenstände tatsächlich so eng am Körper getragen werden, dass sie quasi immer fühlbar sind, sodass man auch merkt, wenn jemand Unberechtigtes dort in die Kleidung greift und versucht, diese Gegenstände zu entwenden.